Amen. Amen. Okay, let's turn in our handouts to page 253. Also schlagen wir auf unser Buch Seite 253 auf. I trust that you're all well fed with the physical food. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle mit den physischen Ernährung satt seid. But I pray that it hasn't dampened your desire for spiritual food. Amen. Aber ich bete auch daran, dass es eurem Verlangen nach des Geistlichen nicht gedämpft hast. Now, in our next study, we're going to look at the book of Matthew 24. Also im nächsten Vortrag werden wir das Buch, also der Studium über Matthäus 25 schauen. Did you say 24, Verzeihung. This is important for us at this time to understand this particular book. Es ist wichtig für uns in dieser Zeit gerade, dass wir diese Kapitel verstehen. Okay, but to begin with, we're going to turn to the book of Mark that's a parallel to Matthew 24. Also, aber hier zu Anfang jetzt werden wir in Buch Markus drehen, der einen direkten Parallel zu Matthäus 24 ist. And we're going to go to Mark chapter 13 and verse 32. Und in Markus Kapitel 13 und Vers 32. Und da steht, um jenen Tag, aber um die Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. So, this verse says that that no man, neither the angels, and not even Jesus knows the day and the hour. Also dieser Vers sagt uns, dass niemand, weder den Engeln noch der Sohn selbst, noch jemand anderes die Stunde und der Tag weiß, sondern nur der Vater allein. But we have to understand this verse correctly. Aber wir müssen diesen Vers auf korrekte Weise verstehen. And we're going to read a quote now from Great Controversy, page 640. Und wir werden ein Zitat von den großen Kampf, Seite 640 lesen. Das ist Zitat 68 auf Seite 253. And it's also number 68 in your manuals. Yeah. I need to say that for him over there. Yeah. Man hört die Stimme Gottes von Himmel, welche den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi und die Übergabe des ewigen Bundes an sein Volk verkündigt. Gleich den lautesten Donnerschlägen rollen seine Worte über die Erde. Das Israel Gottes lauscht, die Augen aufwärts gerichtet. Ihre Angesichter werden von seiner Herrlichkeit erleuchtet und strahlen wie das Antlitz Moses, als er vom Sinai herabkam. Die Gottlosen können sie nicht anblicken, wenn der Segen über diejenigen ausgesprochen wird, die Gott dadurch ehrten, indem sie seinem Sabbat heilgehielten, erschafft ein gewaltiges Siegesgeschrei. So here it's telling us clearly from the spirit of prophecy that the day and the hour is the very day, the very hour in which Jesus is going to return. Amen. Also wir können hier sehen von Geist der Weissagung, dass der Tag und der Stunde, von dem hier der Rede ist in Markus, ist der Zeit, an dem Jesu wiederkommt. Amen. And we also know that according to Millerite history, on October 22nd, 1844, that time is no longer. Und wir wissen auch, dass in der milleritischen Geschichte, so der 22. Oktober 1844, von da anwärts, keine prophetische Zeit mehr gibt. So from this we can understand that after Christ stands up, also davon können wir verstehen, dass nach Christus aufsteht, there's a point in time where time is going to come back into play. Es gibt einen Punkt in der Zeitgeschichte, wo Zeit wieder anfängt. It has to be because Christ says that we're going to be in heaven for 1,000 years. Das muss so sein, denn Christus hat selbst gesagt, dass wir in den Himmel für 1000 Jahren sein werden. And also here he's speaking about time, you know. Und hier spricht er gerade von Zeitangaben an.
But also that Matthew 24 has a dual meaning. Aber auch Matthäus 24 hat eine zweideutige Bedeutung. So that particular verse has two applications. Also dieser Vers hat zwei Anwendungen. And this is what we're going to understand from this study today. Und das ist das, was wir versuchen heute zu verstehen. So let's read now from your next quote from James White. Also der nächste Zitat, der ist von James White, das ist 69,1. Okay, from number 69, and you're going to read this one as well. 69,1 und 69,2. Yeah. Diejenigen, die meinten, der Text würde aussagen, man könne nicht über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu wissen, benutzen diesen Text zu sehr für ihren eigenen Unglauben. Markus hat es so niedergeschrieben, aber von dem Tag und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Wenn der Text belegen soll, dass die Menschen nicht von der Zeit der Wiederkunft wissen werden, dann sagt er auch, dass die Engel nicht wissen werden und auch der Sohn nicht weiß, wann dies Ereignis stattfinden wird. Durch diesen Standpunkt wird zu viel in den Text hineingelegt. Und deswegen sagt er nicht zu diesem Punkt aus. Das würde zu viel beweisen und ist deshalb gar kein Beweis. Christus wird von der Zeit wissen, wann er auf die Welt wiederkommt. Nicht wahr? Die heiligen Engel, die um den himmlischen Thron herum warten, um Befehle zu erhalten, entsprechen ihrer Stellung, die sie im Erlösungswerk der Menschheit einnehmen, werden von der Zeit dieses Abschlussereignisses der Erlösung wissen. Genauso wird es das wartende Volk Gottes verstehen. Eine alte englische Bibelversion gibt diesen Abschnitt wie folgt wieder. Aber den Tag und die Stunde wird kein Mensch bekannt geben. Auch nicht die Engel, die im Himmel sind, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Gemäß verschiedener der fähigsten Gelehrten dieser Zeit ist das die richtige Leseweise. Das Wort wissen wir im selben Sinn gebraucht, wie Paulus es im 1. Korinther 2, Vers 2 anwendet. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen oder bekannt zu machen oder kundzugeben, als nur Jesus Christus und es war als Gekreuzigten. Die Menschen werden weder Tag noch Stunde bekannt geben, die Engel nicht, auch nicht der Sohn nicht, sondern allein der Vater wird ihn bekannt geben. So, it's basically given us understanding from the correct translation that it means that Jesus is not going to make it known, not that he doesn't know. Also es gibt uns den Verständnis von hier, dass Jesus wird den Tag und die Stunde nicht bekannt geben, aber das heißt nicht, dass er nicht davon weiß. Amen. Okay. Now there is a quote from The Desire of Ages, page 632, which is number 70 in your handouts. Also vom Leben Jesu. 632 Absatz 4 gibt es ein Zitat, das ist Nummer 70 auf zweite Seite 254. And this quote is going to confirm what we've just read from James White. Und dieses Zitat werde dem bestätigen, was James White gerade erzählt hat. Den Tag aber und die Stunde seiner Wiederkunft hat Christus nicht enthüllt. Er sagte seinen Jüngern deutlich, dass er selbst den Tag seiner Wiederkunft nicht bekannt geben kann. Hätte er ihnen die genaue Zeit offenbaren dürfen, warum sollte er sie dann ermahnen, in ständiger Erwartung zu bleiben? Es gibt Menschen, die angeblich Tag und Stunde seiner Wiederkunft wissen und es sehr ernst nehmen, die Zukunft zu bestimmen. Aber der Herr hat sie davor gewarnt. Der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ist allein Gottes Geheimnis. So, let's now try and understand this dual application for Matthew 24. Also lasst uns jetzt versuchen, es zu verstehen, wie diese zweideutige Auslegung von Matthäus 24 uns, was es uns zu sagen hat.
So let's go again to Desire of Ages, page 628, which is number 71 in your handouts. Also nochmal im Leben Christi, wir gehen zu Seite 628 Absatz 1 und das ist Nummer 71 in dem Buch. Christus hatte zu vielen Zuhörern gesprochen. Nun aber, da er allein auf dem Ölberg saß, traten Petrus, Johannes und Jakobus zu ihm mit der Bitte: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? In seiner Antwort zu den Jüngern trennte Jesus die Zerstörung Jerusalems nicht von dem großen Tag seines Kommens. Er verband die Schilderung jener beiden Ereignisse. Hätte er die künftigen Dinge so seinen Jüngern so geschildert, wie er sie vor Augen sah, dann sie unfähig gewesen, dies alles zu ertragen? In Barmherzigkeit ihnen gegenüber vermischte er die Schilderung der beiden großen Krisen und überließ es den Jüngern, deren Bedeutung herauszufinden. Als er auf die Zerstörung Jerusalems hinwies, bezogen sich seine prophetischen Worte nicht nur auf dieses Ereignis, sondern auch auf die letzte Feuerbrunst auf jener Tag, da der Herr sich von seinem Ort aufmachen wird, die Welt für ihre Bosheit zu strafen, wenn die Erde alles Blut, das vergossen würde, ans Licht bringen und ihre Erschlagenen nicht länger bedecken wird. Diese Erklärung gab Jesus nicht allein um den Jünger willen, sondern auch für jene, die in den letzten Szenen der Menschengeschichte leben würden. So when Jesus explained this to his disciples, who is he really giving it to? Also während Jesus das seinen Jüngern erklärte, zu wem hat er diesen Botschaft wirklich angewandt? Zu uns, ne? Yeah, nicht wahr? To us. So these words are Jesus speaking directly to us. Also diese Wörter, das ist unserem Herrn Jesus, der mit uns direkt anspricht. And he tells us that it has two applications. Und er sagte es hier, dass es zwei Deutungen haben oder zwei Bedeutungen haben, zwei Anwendungen. And he's speaking about two great crises. Und er redete von zwei große Krisen. Okay? But as you read it, you see that one crisis is fulfilled for the disciples. Und wenn ihr das so lest, da könnt ihr sehen, dass eine von diesen Krisen ist für sein Jüngern erfüllt worden. Okay, this was the destruction of Jerusalem. Und das war die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Okay, and the second great crisis is going to be fulfilled for us. Und der zweite große Krise, der wird für uns erfüllt werden. But it tells us that the second great crisis is the coming of Christ. Und es sagt uns, dass der zweite Krise das Wiederkommen Jesu sei. Okay, but let's look a little closer. Lasst uns ein bisschen tiefer gehen. Let's read now from volume 9 of the testimonies. Also wir lesen von der neunte Band der Testimonies. Which number is it? In here. It's number 72 in your handout. Es ist Nummer 72 in dem Buch. And it's going to tell us what exactly this last great crisis is. Und es wird uns erklären, was diese letzte große Krise ist. Die Tage, in denen wir leben, sind ernst und bedeutsam. Der Geist Gottes zieht sich langsam, aber sicher von der Erde zurück. Plagen und Gerichte fallen bereits auf die Verächter der Gnade Gottes. Die Unglückliche zu Lande und zu Wasser, der unsichere Zustand der Gesellschaft, die Kriegsmeldungen sind böse Vorzeichen. Sie künden nähenden Ereignisse großer Wichtigkeit an. Die Mächte des Bösen vereinigen ihre Kräfte und etablieren sich. Sie rüsten sich für die letzte große Krise. In unserer Welt werden bald große Veränderungen stattfinden und die letzten Ereignisse werden schnell ablaufen. Okay, we understand this is speaking about the Sunday law, but we're going to confirm it from our next quote from Evangelism 2:35. Which is number 73 in your handouts. Also wir verstehen, dass dieses Zitat über den Sonntagsgesetz redet, aber wir werden das noch weiter bestätigen, wenn wir der 73. Zitat lesen, auf Seite 255.
Gott gab den Menschen den Sabbat als Zeichen zwischen ihm und ihnen, als eine Prüfung ihrer Treue. Diejenigen, alle, die das Licht bezüglich Gottes Gesetz erhalten haben, aber weiterhin ungehorsam bleiben und menschliche Gesetze über das Gebot Gottes erheben, werden in der uns bevorstehende große Krise das Mahlzeichen des Tieres erhalten. So, it tells us clearly that the last great crisis is the Sunday law. Also sagt uns hier klar und deutlich, dass der letzte große Krise das Sonntagsgesetz sei. So is Sister White contradicting herself when she said in Desire of Ages that the last great crisis was Christ's return? Also ist das ein Widerspruch, wenn Ellen White sagt, dass der letzte große Krise ist, wenn Jesus wiederkommt? You see, the day and the hour being given is specifically speaking about the very hour and day of Christ's return. Also der Tag und der Stunde, von dem hier die Rede ist, ist spezifisch die Zeit, an dem Jesus wiederkommt. But if that, if this quote or verse has more than one application, aber wenn dieses Zitat mehr als eine Anwendung hat, it's pointing to a day and an hour prior to Christ coming back. Es deutet auf eine Tag und eine Stunde hin, bevor Jesus wiederkommt. That's not in relation to time, but in relation to the Sunday law. Der nicht im direkten Bezug auf eine Zeitangabe hin ist, aber auf den Ereignis des Sonntagsgesetzes. Okay, and we're going to go through this and show this. Und wir werden jetzt weitergehen und hoffentlich das klar machen. So, how does the Father make things known unto us? Wie macht der Vater Dinge, wie macht er uns Dinge zu uns bekannt? Okay, let's read John chapter 15 and verse 15. Wir lesen Johannes 15 und Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. So we understand from our last presentation that here at 9/11, also wir verstehen von letzter Vorstellung, dass genau hier am 11. September 2001, that we're called to be watchmen, dass wir gerufen sind, Wächter zu sein. And we're called to hear what the Lord is saying to us. Und wir sind gerufen, das zuzuhören, was der Herr zu uns zu sagen hat. So here the Father begins to make known to us all things in relation to this. Also gerade hier fängt der Vater im Himmel an, uns bekannt zu geben, all die Dinge, die in dieser Zeit bekannt gegeben werden, stattfinden werden. Let's read Romans chapter 1 verses 17 to 19. Und wir lesen in dem Buch Römer Kapitel 1 Vers 17 bis 19. Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn von Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. So it's telling us there that everything's going to be revealed to us. People will have no excuse. Also es zeigt uns hier, dass alles wird uns offenbar. Menschen sind ohne Ausweichung, also ohne Entschuldigung. So the Father is revealing to us the day and the hour. Und der Tag und die Stunde wird uns offenbar verkündet. Okay, let's read this next quote from Great Controversy, page 370. Also vom großen Kampf, Seite 370. Which is number 74 in your handout. Das ist Nummer 74 im Buch, auf Seite 256. Niemand weiß den Tag oder die Stunde, lautet die von der Verwerfung des Adventglaubens am häufigsten vorgebrachte Beweisführung.
Die Bibelstelle heißt, von dem Tage aber und von dem Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Diejenigen, die auf ihren Herrn warteten, gaben eine klar und harmonische Auslegung dieser Bibelstelle. Und der falsche Gebrauch, den ihre Gegner davon machten, zeigte sich deutlich. Diese Worte sprach Christus in jeder denkwürdigen Unterhaltung mit seinen Jüngern auf dem Ölberg, als er zum letzten Mal aus dem Tempel gegangen war. Die Jünger hatten die Frage gestellt, welches wird das Zeichen sein, deine Wiederkunft und das Ende der Welt? Jesus gab ihnen gewisse Zeichen und sagte, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass es nah an der Tür ist. Ein Ausspruch des Heilands darf nicht so dargestellt werden, dass er den anderen vernichtet. Wenn auch niemand Tage und Stunde seines Kommens weiß, so werden wir doch unterrichtet und es wird von uns verlangt zu wissen, wann sein Kommen näher ist. Wir werden ferner belehrt, dass es ebenso verhängnisvoll für uns ist, seine Warnung und Missachtung und der Zeit seines Kommens zu beachten, zu schenken oder die Annahme dieses Erkenntnisses zu verweigern, wie es für diejenigen, die in den Tagen Noahs lebten, verhängnisvoll war, nicht zu wissen, wann der Sintflut kommen sollte. Das Gleichnis im selben Kapitel, das den Treuen mit den untreuen Knecht vergleicht und das Urteil dessen anführt, der in seinem Herzen sagte, mein Herr kommt noch lange nicht, zeigt, in welchem Lichte Christus, wenn er kommt, diejenigen betrachten und belohnen wird, die wachen und seines Kommens verkündigen, so wie auch die, welche es in Abrede stehen. Darum wacht, sagt er, selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihm also tun. So du nun nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und wirst nicht wissen, zu welcher Stunde und ich über dich kommen werde. So we see that this verse specifically was one that was used against the Millerites. Also wir können sehen, dass dieses Vers war einer, der gedreht war und gegen die Milleriten gebraucht würde. But see, the Millerites understood the context of this verse correctly. Aber die Milleriten, die verstanden der Inhalt dieses Textes auf korrekte Weise. And we're told that it will be as fatal for those in the destruction of Jerusalem not to know and understand this verse. Und es ist uns gesagt worden, dass es genauso fatal für uns sein werden hier am Ende der Welt, wenn wir diesen Vers nicht verstehen. It says in the very last lines here that if you don't watch, okay, he's going to come upon you like a thief. So am Ende dieses Zitats sagt es uns, wenn wir nicht wachen, dann kommt er über uns wie ein Dieb in der Nacht. And that you will not know what hour he's going to come. Und dass du nicht wissen wirst, zu welcher Stunde er kommen wird. So it's telling us that we need to know what that hour is. Es sagt uns, dass wir es wissen müssen, was die Stunde ist. We're not talking about time. Wir reden hier nicht über eine Zeitangabe. Okay, it has a figurative application. Es ist eine bildliche Anwendung, also ein Ereignis suchen wir. Okay, so let's now go to Matthew 24 and let's have a look at the dual application of these verses. Also wir gehen jetzt zu Matthäus Kapitel 24 und wir schauen uns der zwei Anwendungen dieses Verses. Let's go to verse 29. Also in Vers 29, Matthäus 24, 29. Bald aber nach der Drangsal jeder Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. So we understand that the great tribulation after the time of the destruction of Jerusalem was the 1260 years. Also wir verstehen, dass der große Drangsal nach der Zerstörung Jerusalems war, der 1260 Jahre, 1260 Jahre. And this verse was fulfilled at the end or near in the end of that period.
Und dieses Vers ging in Erfüllung fast am Ende dieser 1260 Jahre Periode. On the dark day where the moon turned to blood on May the 17th, 1780. An dem Tag, an dem der Mond bis zu Blut sich wechselte, am 17. Mai 1780. And the stars fell from heaven on November the 13th, 1833. Und die Sterne fielen vom Himmel am November der 13. 1833. So that is the first application of that verse. Also das ist der erste Anwendung dieses Verses. But we understand that the great tribulation for us is the Sunday law. Aber wir wissen, dass der große Drangsal für uns ist das Sonntagsgesetz. So that verse is going to be fulfilled for us sometime in the future. Also dieses Vers wird in Erfüllung gehen für uns bald in der Zukunft. Okay, and in the book of Joel it talks about the sun being darkened and the moon turning to blood before the great and terrible day of the Lord. There's many places in the Bible that it speaks about this. Also in der Buch Joel, es redet davon, der große Drangsal des Tags, wo der Mond zu Blut wird und der Himmel verfinstert wird und so weiter. Es gibt viele Orte durch die Bibel, wo wir das sehen können. Okay, so let's now go to verse number 30. Also wir gehen jetzt in Matthew 24. Wir gehen zu Matthäus 24 und Vers 30. Now, verse 29 was the verse that William Miller used to understand that the next thing that he was going to see was verse 30. Also in Vers 29 von Matthäus 24, das war der Vers, die William Miller verstand als gerade die Vers, der ihm sagen würde oder erwarten werde, was passiert in Vers 30. Okay, so he was waiting for Christ to appear in the heavens. Er wartete darauf, dass Christus im Himmel erscheinen wird. But however, this was fulfilled in a way that he didn't understand. Aber das ging in Erfüllung auf eine Art und Weise, die er zu der Zeit nicht verstand. Let's go to Daniel chapter 7. Gehen wir zu das Buch Daniel Kapitel 7. And we're going to read verse 10. Und wir lesen Vers 10. Followed by verses 13 and 14. Und danach 13 und 14. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. So, this verse 10 is marking 1844 when the judgment was opened. Also das markiert gerade 1844, als das Gericht geöffnet wurde für die Lebendigen. So, let's read verses 13 and 14. Und in Verse 13 und 14, ich sah in den Nachtgeschichten und siehe, einer wie der Menschensohn kam mit den Wolken des Himmels und er gelangte bis zu den Alten am Tagen und sie brachten ihm nahe vor ihn. Und dort würde ihm Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, dass alle Völker, Nationen und Sprachen ihm dienen sollten. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nicht zerstört werden. So, William Miller was required to see prophetically that Christ coming in the clouds of heaven was being fulfilled when he moved from the holy to the most holy place. Also es war verlangt von William Miller, dass er auf prophetische Weise sehen konnte, dass wenn der Herr hier in den Wolken kam, es war, dass Jesus von der Heiligtum ins Allerheiligste hineinging. Okay, and this next quote from the Faith I Live By. Und dieser nächste Zitat von Faith I Live By, which is number 75 das in ist your Nummer handout. 75 in dem Buch. It will explain this clearly to us. 75, 1, 2, 3 und 4. Ich sah in den Nachtgeschichten und siehe, einer wie der Menschensohn kam mit den Wolken des Himmels und er gelangte bis zu dem Alten am Tagen und sie brachten ihm näher vor ihm. Nach seiner Himmelsfahrt begann unser Erlöser sein Werk als unser Hohepriester.
Paulus sagt, Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. 18 Jahrhunderte lang wurde dieser Dienst im ersten Teil des Heiligtums fortgeführt. Das Blut Christi legte Fürbitte für reumütige Gläubige ein, verschaffte ihnen Vergebung und Annahme beim Vater. Doch verblieben ihre Sünden noch immer in den Berichtsbüchern. Wie im bildlichen Dienst gegen Ende des Jahres ein Versöhnungsdienst stattfand, so muss, ehe Christi Aufgabe der Erlösung der Menschen vollendet wird, ein Werk der Versöhnung zur Entfernung der Sünden von Heiligtum verrichtet werden. Dies ist der Dienst, der am Ende der 2300 Tage begann. Zu jener Zeit trat, wie vom Propheten Daniel vorhergesagt würde, unsere große hohe Priester in das Allerheiligste, um den letzten Teil seines feierlichen Werkes, die Reinigung des Heiligtums, zu vollziehen. Das Kommen Christi als unsere hohe Priester in das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen, wird in Daniel 8, Vers 14 dargestellt. Das Kommen des Menschensohnes zu dem Alten am Tagen, wie es in Daniel 7,13 beschrieben ist. Und das Kommen des Herrn in seinem Tempel, das von Maleachi vorhergesagt würde, sind Beschreibungen von ein und denselben Ereignis. Das wird auch durch das Kommen der Bräutigam zur Hochzeit dargestellt, das von Christus im Gleichnis über die 10 Jungfrauen in Matthäus 25 beschrieben wird. So we see in this last paragraph here that they're saying that Daniel 7:13, which was the movement of Christ from the holy to the most holy. Also wir sehen hier in diesem letzten Abschnitt, dass in Daniel 7, Vers 13, wo es erzählt, dass Christus ging von der Heilige in das Allerheiligste hinein. Which is a fulfillment of the 2300 days oblique years. Und dass das eine Erfüllung ist von der 2300 Tage Strich Jahre ist. Is also a representation of Christ coming to receive his bride. Es ist auch eine Darstellung von, wenn Christi um sein Braut zu empfangen. So. These are we were told in Desire of Ages that the two great crises is the destruction of Jerusalem and the return of Christ. Uns ist gesagt in das Leben Jesu, dass die say that again please. The two great crises are the destruction of Jerusalem and the return of Christ. Die zwei große Krisen ist der eins die Zerstörung von Jerusalem und zwei der Wiederkunft Jesus. But we know we've just read that the first great crisis was the destruction of Jerusalem in the time of the disciples. Aber wir haben gerade gelesen, dass die erste große Krise der Zerstörung Jerusalems war zur Zeit die Jünger. And we know that that's a type of the Sunday law. Und wir wissen, dass das ein Typus ist für das Sonntagsgesetz. And we read that the last great crisis is the Sunday law. Und wir haben auch gelesen, dass der letzte große Krise der Sonntagsgesetz ist. And it says here that the coming of Christ was coming to receive his bride. Und es sagt hier, dass das Kommen Jesus war das Kommen, dass Jesus kam, um sein Braut zu empfangen. And we understand that this Millerite history of the 10 virgins is repeated in our time. Und wir verstehen, dass diese milleritische Geschichte von 10 Jungfrauen buchstäblich wiederholt wird in unserer Zeit. Therefore, is Christ going to return right here to receive his bride? Dadurch wird Jesus hier wiederkommen, um sein Braut zu empfangen? Of course he comes. Natürlich, amen. There's many ways to show this in the Bible. Did Christ come right here? Es gibt viele Wege, das in der Bibel zu zeigen. Ist Christus hier herabgekommen? Is Christ here come? Do we have to know the time of our visitation? Müssen wir die Zeit unserer Heimsuchung wissen? It says in Acts 3:19 to 21 that he's going to come
as the early and the latter rain. Es sagt in Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, dass er wiederkommen wird als das Früh- und aber auch als das Spätregen. And he comes through the representation of his Holy Spirit. Amen. Und er kommt durch der Heilige Geist, der ihm repräsentiert. So at 9:11, when the manna began to fall, Jesus says, "I am that bread that came down from heaven." Also am 11. September, als die Manna, das himmlische Brot von Himmel fiel, Jesus hat gesagt, "Ich bin das Brot, das von Himmel fällt, herabkommt." Is there a full outpouring right here? Gibt es eine Vollausgießung des Heiligen Geistes hier? And that full outpouring is for his bride. Und dieses Ausgießung ist für sein Braut. This is the parable of the 10 virgins right here. Das hier ist das Gleichnis der 10 Jungfrauen in diesem Zeitabschnitt hier. And at the midnight cry, und am Mitternachtsruf, they're going to get the call, go ye out to meet him because he's about to come right here. Werden wir den Ruf hören, geht hinaus, um den Brautigam entgegenzugehen, denn wir werden ihn hier genau da treffen. So the last great crisis, the first application of it, where Christ is going to come, is right here. Also der letzte große Krise, der erste Teil davon, wo Christus kommt, ist genau hier am Sonntagsgesetz. So the day and the hour spiritually is the Sunday law. Also der Tag und die Stunde auf spirituelle Weise ist das Ereignis des Sonntagsgesetz. And we're going to prove this from the scriptures. Und wir werden das noch beweisen von den Schriften. So back to Matthew chapter 24. Also zurück zu Matthäus 24. And verse 31. Und in Vers 31. Und er wird seinen Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. So, in regards to the verse that we just read before that, also in Bezug auf den Zitat, die wir gerade davor, zuvor gelesen haben, we understand that it has an application of the Sunday law spiritually. Wir sehen, dass es eine Anwendung auf geistliche Weise am Sonntagsgesetz hat. Okay, but it will also be literally fulfilled at the day and the hour of his coming. Aber es wird auch buchstäblich erfüllt werden an den Tag und der Stunde, wenn Jesus tatsächlich von Himmel wiederkommt. And when he comes, he's going to send forth his angels to gather all the people. Und wann er kommt, wird er seinen Engeln aussenden, um alle Leute von alle Völker zu sammeln. But we understand now that this has an application prior to that fulfillment. Aber wir wissen jetzt, dass das eine Anwendung hat bevor diese Erfüllung. So the first application of Christ coming in the clouds of heaven was on October 22nd, 1844. Also der erste Anwendung, wann Christus in den Himmelwolken gekommen ist, war am 22. Oktober 1844. Okay, and it now says in verse 31. Und es sagt hier in Matthäus 24, 31. Und er wird seinen Engel aussenden mit starken Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende der Himmels bis zum anderen. What trumpet were we looking to sound after October 22nd, 1844? Welches Posaune sollten wir blähen nach Oktober, der 22. Oktober 1844? The seventh trumpet began to sound, but which part of the seventh trumpet are we looking for? Der siebte Posaune fing an zu schallen, aber welche Teil davon wollen wir hier sehen? The third war. The third war, okay. Der dritte Wehe, genau. Based upon a repetition of Millerite history, amen? Das ist basiert darauf, auf eine Wiederholen des Milleritengeschichtes. So this trumpet, where did it begin to sound? Also diese Posaunenschall, wo fing es an? This one here in Matthew 24. Hier gerade in Matthäus 24, Vers 31, wo fing es an? No, sister. The seventh trumpet began
on October 22nd, 1844. And after that time, there's a trumpet going to sound, the third woe. Where did the third woe begin to sound? Der siebte Posaune fing an zu erschallen nach 22. Oktober 1844. Aber in den sieben Posaune ist der Wehe. Und wann fängt das an zu posaunieren? So at 9:11, a trumpet sounded, right? Did he send forth his angels at 9:11? Also am 11. September fing an, die Wehe zu posaunieren, und hat der Herr seine Engeln gesandt? What angels did he send at 9:11? Welche Engeln hat er am 11. September gesandt? The first, the second, and the third angels. Der erste, der zweite und der dritte Engeln. Okay, and does a gathering begin to take place at 9:11? Und fängt an, eine Versammlung, also ein Zusammenbringen stattzufinden am 11. September. And what relation does it have to the four winds? Und in welchen Bezug ist das auf die vier Winden? Go to Revelation chapter 7. Also in der Buch Offenbarung, Kapitel 7. Verses 1 to 3. Verse 1, 2 und 3. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes in ihrem Stirnen versiegelt haben. So we understand that the Lord at 9/11 held back the four winds to allow the servants of God to be sealed in their forehead during this time. Amen. Also wir verstehen, dass der Engel, der herabstieg hier am 11. September 2001, die vier Winde zurückgehalten haben, damit wir in diese Zeit die Zeit hätten, den Siegel Gottes zu erlangen. And it says that it came forth with a loud voice. Und es ist hervorgekommen mit einem lauten Stimme oder einem lauten Erschallen. And we already studied this morning that the loud voice is God's voice and it's like a trumpet. Und wir haben auch heute Morgen festgestellt, dass der laute Stimme, dass das Gottes Stimme ist und dass es wie eine Posaune ist. So is Revelation 7 and Matthew 24:30 the same verse? So ist Offenbarung 7 und Matthäus 24, ist das ein und dasselbe Ereignis? Amen. Amen. Because the prophets are all in agreement. Weil alle Propheten stimmen mit einander überein. So, let's now look at this day and this hour. Lasst uns jetzt die Tag und die Stunde anschauen. Go to Matthew 24 and verse 36. Matthäus 24 und Vers 36 auf Seite 259. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. So it's telling us that we understand that the only person that's going to make known that time is the Father. Also jetzt verstehen wir von diesem Vers, als wir gesehen haben, dass der Einzige, der diese Zeit bekannt geben würde, ist der Vater. And after Michael stands up, at some point the Father is going to proclaim with a loud voice from heaven the specific day and hour of Christ's coming. Und nachdem das Michael aufsteht, wird der Vater von Himmel her mit lauten Stimme die Zeitangabe seines Wiederkunfts hergeben. But we also understand that at 9:11 the messages coming down from heaven are from the Father. Aber wir verstehen auch, dass die Botschaften, die am 11. September hier niederkommen, auch vom Vater herkommen. And he's helping us to understand the day and the hour pointing to the Sunday law. Und er hilft uns zu verstehen, dass der Tag und der Stunde am Sonntagsgesetz ist. And when we read the next three verses, 37 to 39, it gives us some more information. Und wenn wir die nächsten drei Verse in Matthäus 24 lesen, Vers 37 bis 39, es gibt uns ein bisschen mehr Information. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei den Wiederkunft des Menschensohnes sein.
Denn wie sie in den Tagen vor der Sinnflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. So, it's talking about the is relaying us back to the times of Noah. Also, das bringt uns zurück und macht eine Vergleichnis mit den Zeiten von Noah. And oh, let me get the right marker. We're going to mark this as the ark. Also hier markieren wir die Arche. Okay, and here the rains came. Und da kam der Sinnflut, also der Regen. And it brought the flood. Und es hat den Flut hineingebracht. Okay, so we have to understand that it's pointing us back to this specific time here. This rain and this flood was pointing down to our time. Also den Versen, die deuten auf diese Zeitabschnitt von Noah her, aber dieser Abschnitt ist eine Vergleichnis von unserem Zeit. So, brothers and sisters, is there a rain and a flood in our time here? Also, liebe Geschwister, gibt es einen Regen und einen Flut in unserer Zeit hier unten? Is there a door going to close just like it closed on the ark right here? Gibt es eine Tür, der verschließt, genauso wie der Tür an die Arche, der sich hier verschließt? Okay, let's look at and see what the Bible says. Lasst uns sehen, was die Bibel sagt. Go to Revelation chapter 12. In Offenbarung Kapitel 12. And we're going to read verses 13 to 17. Und wir lesen die Verse 13 bis 17. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es würden die Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange verschleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einem Strom oder ein Flut, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom oder den Flut, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. So here in Revelation chapter 12, it's speaking about the 1260 years of papal oppression. Amen? Also hier in Kapitel 12 von Offenbarung, es redet über die 1260 Jahre papstliche Verfolgung. And it's speaking about the serpent. Und es redet auch von der Schlange. Who's the serpent here in context? Wer ist der Schlange hier in Kontext dieser Verse? Wem? Ja, the papacy is the dragon. Der Papsttum ist der Drache. We have to understand the dragon in Bible prophecy are the state powers. Wir müssen verstehen, in biblischer Prophetie, der Drache ist die Stadtkräfte. Did the papacy have its own army? Hatte das Papsttum seinen eigenen Armee? In Revelation chapter 12, which armies was the papacy using? In Offenbarung Kapitel 12, welche Armeen hat der Papst Gebrauch von gemacht? They were the fallen pagan Roman kingdoms, ne? Die waren die gefallene heidnische römische Königreiche, also Europa. Sister White says that in the time of Christ, the dragon we know as Satan, but on a secondary application was pagan Rome. Also Ellen White sagte klar und deutlich, dass der Drache zur Zeit Christi, wir wissen, dass das eine Anwendung für der Teufel ist, aber eine zweite Anwendung, es war heidnisches Rom. Okay, pagan Rome was the state power at that time. Heidnisches Rom war der Staatskraft zu dieser Zeit. The dragon is the power that persecutes.
Der Drache ist der Kraft der Verfolgung anbringt. But here in Revelation chapter 12 there's a woman controlling the state powers. Aber hier in Kapitel 12 es gibt eine Frau, die diesen Staatkraft lenken, kontrollieren. So this flood are the state powers that the papacy is sending forth to persecute God's people. Also dieses Flut, das sind die Staatskräfte, die den Papst benutzt, um Gottes Volk zu verfolgen. And it's likening the state powers that's persecuting to a flood. Und es vergleicht diese Staatskräfte, die er benutzt, um Gottes Volk zu verfolgen, als ein Flut oder ein Strom in den Deutschen. Okay, let's confirm this from Testimonies to Ministers, page 38. Und wir schauen Zitat Number 77 in your handout. 77 an, das ist in Testimonies to Ministers, Seite 38, Abschnitt 2. Könige, Herrscher und Präsidenten haben sich selbst den Brandzeichen des Antichristen aufgedrückt und repräsentieren somit den Drachen, der sich anschickt, mit den Heiligen Krieg zu führen, mit denen, die Gebot Gottes halten und den Glauben Jesu haben. In ihrer Feindseligkeit gegen das Volk Gottes laden sie die gleiche Schuld auf sich, als hätten sie Barabbas anstelle von Christus gewählt. So who's the dragon? So wer ist der Drache? The state powers. Die Staatskräfte. So go to Jeremiah chapter 46. In Jeremia Kapitel 46. And we're going to read verses 7 and 8. Verse 7 und 8. Wer steigt wie der Nil empor, dass seine Wassern wie Ströme daher wogen? Ägypten steigt empor wie der Nil und sein Wasser wogen wie Ströme daher und es spricht, ich will hinaufziehen und das Land bedecken, will die Städte samt ihren Bewohnern vertilgen. So it says, Egypt is the flood. Also es sagt hier, dass Ägypten der Flut ist. Okay, go to Ezekiel chapter 29. Wir gehen zu Ezekiel Kapitel 29. To verse 3. Und Vers 3. Rede und sprich, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über dich, Pharao, du König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das mitten in seinem Strömen liegt und spricht, mein Strom gehört mir und ich habe ihn mir gemacht. So it tells us that Egypt is the flood and here it tells us Egypt is the dragon. Also es zeigt uns, dass Ägypten der Flut oder der Strom ist. Es sagt aber auch, dass Ägypten der Drache ist. What does Egypt represent at the end of the world? Was bedeutet Ägypten am Ende der Welt? Yeah, okay, the world, but in what sense? Ja, der Welt, aber in welchem Sinn? It's the 10 kings. Es ist die 10 Könige. Yeah, the woman is going to have 1 hour with the 10 kings, Revelation 17. Yeah? In Offenbarung 17, der Frau werde eine Stunde mit die 10 Könige haben. And the kings is the persecuting power, it's the dragon. Und die Könige sind die Kraft, der Gottes Volk verfolgt, es ist die Drache. But at 9/11, we know, aber am 11. September, wir wissen, that Egypt is given to the papacy. Dass Ägypten zur Papsttum gegeben worden ist. And we've already had explained that Egypt in context here is the United States. Und wir haben auch erklärt, dass in den Kontext von das, was wir lesen, dass Ägypten hier der USA ist. Is the USA one of the 10 kings? Ist der USA einer der 10 Könige? Of course he is. Natürlich ist es das. Okay, he is the premier king. Er ist der Hauptling aller Könige. Where do we see this represented in prophecy? Wo sehen wir das repräsentiert in der prophetischen Zeichen? On Mount Carmel? So am Karmel. Ahab is the king of how many nations? Ahab ist der König von wie viele Nationen? 10. 10. And he represents the state powers of the United States. Und er ist eine Repräsentant von der Staatskräfte der Vereinigten Staaten. Republicanism. Also Republikanismus. The false prophets or the prophets of Baal is Protestantism. Also die falschen Propheten oder die Propheten des Baals, das ist Protestantismus.
Who is King Ahab married to? Wer zu wem ist König Ahab verheiratet? Jezebel. Jezebel. Did Ronald Reagan begin to marry Jezebel in 1989? Hat der Präsident der Vereinigten Staaten Ronald Reagan hat er angefangen Jezebel zu verheiraten in 1989? Amen. Because right here the whole world has been given to the papacy. Weil gerade hier der ganze Welt ist als Belohnung zu der Papsttum gegeben worden. The only thing preventing it was that Islam came back into prophetic history. Der einzige, was das zurückhält, ist, dass den Islam wieder auf den prophetischen Bühne getreten ist. The United States is the key to the whole world. Der Vereinigten Staaten ist der Schlüssel zum ganzen Welt. This is the power that's going to deceive all the other kings to do and worship the papacy. Das hier ist der Kraft, der alle andere Könige verführen, danke, oder täuschen wird, um den Werk des Papsttums zu tun. Go to Daniel chapter 11. Wir gehen zum Daniel Kapitel 11. And let's just go to verse 40. Und in Vers 40. Shall I read? Yeah. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihm losstürmen und in die Ländern eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Did the papacy get given an army? In 1989 ist der Papsttum ein Heer gegeben. Is this the flood? Ist das der Flut? Right. Okay. So the Sunday law, who's the flood that's going to persecute God's people? So am Sonntagsgesetz, wer ist der Flut, der Gottes Volk verfolgen wird? The papacy, but der Papsttum, the United States. Es ist der Vereinigte Staaten. That's the army and the power of the papacy. Das ist der Armee und der Macht oder der Kraft des Papsts. Because the whole world is not putting a Sunday law here. It begins with the United States. Also hier gerade am Sonntagsgesetz, wie hier verzeichnet, es ist nicht der ganze Welt, der ein Sonntagsgesetz durchführt. Es fängt an mit der Vereinigten Staaten. And they will follow. Und der Welt wird wie Dominosteine danach folgen. Okay. We need to study these books a bit better, brothers and sisters. Liebe Geschwister, wir müssen diese Bücher besser verstehen. So, one second, let me just retrace my steps. So in Matthew 24, when it's relaying us to the time of Noah, and it's pointing down to our time. Also in Matthäus 24, wenn es über die Zeit Noah spricht und das wiederum spricht über unsere Zeit, you can see clearly that it's pointing to the Sunday law. Du kannst klar sehen, dass es auf den Sonntagsgesetz hindeutet. Okay, and we're going to read on, go back to Matthew 24. Geh zurück zu Matthäus 24. To verses 40 and 41. Die Verse 40 und 41. Auf Seite 260, dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen und eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. So it says that one's going to be left and the other's going to be taken. Es sagt, dass eine werde zurückgelassen und der eine werde genommen. And Protestantism will have you believe the one that's taken is taken to heaven and the other one is left, so he's a poor soul. Und Protestantismus würde dir gerne glauben haben, dass der eine genommen, der genommen wird, ist derjenige, der in den Himmel genommen wird und der andere, der zurückgelassen ist, naja, der ist der Arme, der stirbt. But the Bible says, Aber der Bibel sagt nein. Let's go to Isaiah chapter 4. Gehen wir zu Jesaja Kapitel 4. I'm going to read verses 1 to 3. Und die Verse 1, 2 und 3.
An jenem Tag werden 7 Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen. Lasst uns nur deinen Namen tragen, nimm unserem Schmach hinweg. An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Und es wird geschehen, jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. So, in that day, it's referring to the day of the Lord. In jenem Tag, wie es da in Vers 2 sagt und Vers 1, es bezieht sich auf den Tag des Herrn. What does the number 7 represent in the Bible? Also, was repräsentiert der Nummer 7 in der Bibel? Completion, right? So, Vollendung. And a woman is a church, amen. Und eine Frau ist eine Kirche, amen. So 7 women represent all the churches, yeah? Also 7 Frauen, das ist eine Repräsentant von alle Gemeinden, nicht wahr? And they're all going to take hold of one man. Und die werden alle einen Mann ergreifen oder fesseln. But they're going to say, we want to eat our own bread. Aber die wollen sagen, wir wollen unser eigenes Brot essen. What is bread, brothers and sisters? Was ist Brot, liebe Geschwister? It's the word. Es ist das Wort. But they want to eat their own word. Aber die wollen ihr eigenes Wort essen. And they want to wear their own clothes. Und die wollen ihre eigene Kleidung tragen. What's your clothes represent in the Bible? Was sind eure Kleider in der Bibel? They want to wear their own righteousness. Die wollen ihre eigenen Gerechtigkeit haben. Okay. So are these holy people? Also sind die heilige Menschen hier? Who's this man they want to take hold of? Und wer ist der Mann, den sie ergreifen wollen? The Pope, der right? Der Papst. And let us be called by thy name. Und lasst uns bei deinem Namen gerufen werden. What name is associated with the Pope? Welcher Name ist in Verbindung mit der Papst? The number of the beast. Der okay. Nummer, der Nummer, der Malzeichen des Tieres, der Nummer des Tieres. Okay. But it goes on to say in verse 3 that he that is left in Zion, he that is left in Jerusalem will be holy. Aber es geht weiter in Vers 3. Es sagt, derjenige, der zurückgelassen wird in Zion, in Jerusalem, der ist heilig. But it's telling us that the other one is going to be swept away. Aber es sagt uns, dass der andere hinweggefegt werde. Let's go to the book of Obadiah. Gehen wir zu Obadiah. And we're going to read verses 14 and 15. Und in Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen und sollst seine Entkommen nicht ausliefern am Tag der Drangsal. Denn nah ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. So we see that one group escapes. Wir können sehen, dass eine Gruppe entkommt. And one group's going to be taken. Und eine Gruppe wird genommen. And it's speaking about the day of the Lord. Und es redet in Zusammenhang mit der Tag des Herrn. Okay, what's the day of the Lord? Was ist der Tag des Herrn? It's the Sunday law. Es ist der Sonntagsgesetz. Amen. So right there, the Sunday law, 2 groups of people. Also genau da am Sonntagsgesetz gibt es 2 Klassen von Menschen. Okay, go back to Matthew 24. Und zurück zu Matthäus 24. And we're going to look at verses 42 and in fact, let's read 42 first. Also wir lesen Vers 42 zuerst. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. So we understand now that the day that it's speaking about is the day of the Lord. So wir verstehen jetzt, dass der Tag, von dem hier der Rede ist, ist der Tag des Herrn. And here it mentions that you know not what hour your Lord's going to come. Und hier ist die Rede davon, dass ihr wisst nicht, welche Stunde
euer Herr kommt. But in verse 43 it gives us a clue to understand this hour. Aber in der nächsten Vers, in Vers 43, es gibt uns einen Hinweis, wie wir das zu verstehen haben. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wusste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. So it's telling us right here, also es sagt uns genau hier, that you gotta watch. Dass hier muss der wachen. And we know that the watchman is told to stand on his feet right here. Und wir wissen, dass der Wächter es ihm gesagt wird, auf seine Füßen zu stehen, genau an diese Stelle. Because a thief's gonna come and it's gonna break the house up right here. Denn es wird ein Dieb kommen und es wird das Haus hier zerbrechen, genau an diese Stelle. Now, if you read the spirit of prophecy, it'll tell you that Christ is the thief that comes after Michael stands up, okay, to steal away people's salvation. Und wenn ihr der Geist der Weissagung lest, es sagt uns, dass Christus ist der Dieb, der kommt. When does he come? Sorry. After Michael stands up. Nachdem Michael aufsteht. But we know that it has a figurative application or a secondary application prior to Michael standing up. Aber wir wissen auch, dass es eine zweite Anwendung gibt, bevor Michael sie aufsteht. So this thief has to have some reference to the Sunday law. Also dieses Dieb muss in Verbindung gebracht werden mit der Sonntagsgesetz. Go to Daniel chapter 11 and verse 14. Gehen wir zu Daniel Kapitel 11 und Vers 14. Auch werden zu jener Zeit viele gegen den König des Sudens aufstehen, auch werden sie die Räuber deines Volkes erheben, um die Weissagung zu erfüllen, aber sie werden fallen. Okay, which vision are they going to establish right here? Also welches Vision wird gerade hier etabliert? This is the Calzone vision. Das ist hier der Calzone Vision. So which vision is being established? Welche Vision wird hier etabliert? Which is the? Der 25:20 und das ist der? The Sunday law. Der Sonntagsgesetz. Come on, the scattering takes place at the Sunday law. The 25:20 is fulfilled right there. Die Zerstreuung findet statt am Sonntagsgesetz. Der 25:20 findet seine perfekte Erfüllung gerade da. Are all the prophecies not speaking about the end of the world? Sprechen nicht alle Propheten über das Ende der Erde? Okay, let's prove this a bit more. Lass uns das ein bisschen weiterhin festigen. So it's telling us that the papacy is a thief. Also okay? Es sagt uns, dass der Papst ein Dieb ist, ein Räuber. Go to 2 Thessalonians chapter 2. Also in 2. Thessaloniker Kapitel 2. We're going to read verses 1 to 4. Die Verse 1 bis 4. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So, which day is it speaking about right here? Also von welcher Tag ist hier die Rede? The Sunday law. Der Sonntagsgesetz. And before the Sunday law comes, it's got to be a falling away first, yeah? Und bevor der Sonntagsgesetz kommt, es muss ein Abfall zuvor geben. Because the man of sin is going to be revealed. Denn der Mann der Sünde muss geoffenbart werden. Who it says is the son of perdition. Der sagt hier in den Deutsch, dass er der Sohn des Verderbens ist. Okay. So we have to understand that the Bible will teach us more about this son of perdition. Also, wir müssen verstehen, dass der Bibel uns über der Sohn des Verderbens was zu sagen hat. And we're going to understand this by going and reading a bit about Judas. Und wir werden viel darüber verstehen, indem dass wir den Judas betrachten. Okay, let's go to John chapter 12. Johannes Kapitel 12, verses 4 to
to 6. Und die Verse 4 bis 6. Da spricht Judas, Simeons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um den Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Okay, so he calls here Judas the son of perdition. Also er nennt hier den Judas, der Sohn des he calls Judas a thief. Er nennt Judas hier ein Dieb, Verzeihung. Okay, but go to John chapter 17. Aber gehen wir zu Johannes Kapitel 17. And read verse 12. Und wir lesen in Vers 12. Seid ihr alle da? Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. So is the son of perdition a thief? Also ist der Sohn des Verderbens ein Dieb? Okay. So there's two witnesses. Da sind zwei Zeugen. Let's go to 1 Thessalonians. Lass uns in 1. Thessalonicher aufschlagen, Kapitel 5, Verses 1 to 3 und die Verse 1 bis 3. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu verschreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Tells us right there, brothers and sisters, the day of the Lord, which is the Sunday law, comes as a thief in the night. Das sagt uns gerade da, liebe Geschwister, dass der Tag des Herrn am Sonntagsgesetz kommt wie ein Dieb in der Nacht. Is the day of the Lord just one specific day? Also ist der Tag des Herrn ein spezifisches Tag? No, it's a period of time, yeah? Nein, es ist eine Periode von Zeit. Es ist ein Ereignis. Okay, let's go to 2 Peter. Also wir gehen zu 2. Petrus, chapter 3, Kapitel 3. And we're going to read verses 7 to 10. Und wir lesen die Verse 7 bis 10. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögerte nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße haben. Sorry, weiterhin. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. So, it begins to talk about the day, okay, and it says the day is like 1000 years, and 1000 years is like a day. Also, es fängt an, damit es über den Tag redet, und der Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. And he says 2 verses later that the day of the Lord is as a thief in the night. Und 2 Verse weiter sagt er, dass der Tag des Herrn ist wie eine Dieb in der Nacht. So the day of the Lord is going to begin at the Sunday law. Also der Tag des Herrn beginnt am Sonntagsgesetz. And it's going to go all the way to the end of the 1000 years. Und es wird den ganzen Weg bis zum Ende der 1000-jährigen Reich, where this controversy will finally be finished. Wo diese Auseinandersetzung letztendlich sein Ende finden wird. And therefore, Christ comes as a thief here. Christ sends forth the papacy as a thief here. Also dadurch wird Christus den Papst hinsenden als ein Dieb an diese Stelle. And the perfect fulfillment will be after Michael stands up when he comes as a thief
on his second return. Und das perfekte Erfüllung wird, als Michael aufsteht, danach werde er wiederkommen wie ein Dieb, wenn er wieder zur Erde kommt. Because this is all the day of the Lord. Weil das alles ist der Tag des Herrn. So, go back to Matthew chapter 24. Also wir gehen zurück zu Matthäus Kapitel 24. And we're going to look closer at this hour. Und wir schauen diese Stunde etwas näher an. Vers 44. Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Okay. So let's look closely at this hour. Look, go to Revelation chapter 3. Offenbarung Kapitel 3. And verse 10. Vers 10. Weil du das Wort von standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. So we see that this hour, you can find it many, many places in the Bible. Also wir können sehen, dass diese Stunde können wir überall und in vielfacher Weise in der Bibel finden. And which hour is going to try the whole world? Und welche Stunde wird die ganze Welt in Versuchung bringen? The Sunday law. Der Sonntagsgesetz, amen? Richtig? Okay. So let's go to Revelation chapter 17. In Offenbarung 17. Verses 11 and 12. Die Verse 11 und 12. Und das Tier, das was das war und nichts ist, ist auch selbst der Achte. Und es ist einer von den sieben und es läuft in Verderben. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Dem Tier. So we see the papacy aligns himself with these ten kings for how long? Und wir können sehen, dass der Papst in Verbindung mit diesen zehn Königen zusammenkommt. Für wie lange? One hour. Eine Stunde. We know this is right at the Sunday law this takes place. Wir wissen, dass das am Sonntagsgesetz stattfindet. And we were looking at Judas as a symbol of the papacy. Und wir haben Judas gesehen, dass er symbolisiert der Papst. He's the son of perdition. Er ist der Sohn des Verderbens. And he was a thief. Und er war ein Dieb. So let's now go and look at the Garden of Gethsemane, and it'll give us more information about that. Und wir schauen den Garten Gethsemane an, und es wird uns ein bisschen mehr Informationen geben. Go to Luke chapter 22 and verse 47. Lukas Kapitel 22, 47. Während er aber noch redete, siehe, da kam ein Schar, und der, welches Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. So here we see Judas, a type of the papacy and a multitude. Also hier können wir sehen Judas, der ein Typus für das Papsttum ist und aber auch eine große Menge, ein Schar. We're going to read a quote now from Patriarchs and Prophets. It's found in number 78 of your handout. Also der nächste Zitat, das ist Nummer 78, das ist Patriarch und Propheten 550 Absatz 1. Die Israeliten stellten sich auf dem Gipfel eines Hügels aus, von dem sie das Tal und die Menge der Feinde überschauen konnten. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Kinder des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. So we see here a representation of three powers, okay? Also hier sehen wir eine Darstellung von drei verschiedenen Kräften. And one of them is a plurality. Und einer ist eine plurale, also eine Mehrfachheit. Okay, the Midianites, the Amalekites and all the children of the east. Die Midianiter eins, die Amalekiter eins und alle Kinder des Ostens mehrfach. This is a representation of the dragon, the beast and the false prophet. Das stellt der Drache, das Tier und das falschen Prophet dar. Okay, this is a standard understanding in this message, or at least should be amongst the people. Also das ist ein normales Verständnis hier in diesen Botschaft, oder zu wenig sollte es so sein. It's the same as the Edom
Edom, Ammon and the chief of the children of Ammon. Es ist dasselbe wie Edom, Moab und der Haupt der Kinder des Ammons. Yeah, Edom, Moab and the chief of the children of Ammon. There's a plurality of there that are going to come out at the Sunday law. Also ist einer und der dritte ist eine Mehrfachzahl. Okay. And it says they're like locusts for multitude. Und es sagt hier, die sind wie Heuschrecken für Menge. This multitude here is represented as Rome. Und diese Menge hier stellt Rom dar. So when we read that verse from Luke 22, verse 47, also wenn wir Lukas 22, 47 gelesen haben, Judas is coming with the multitude. It's with Rome. It's a representation of this threefold power at the end of the world. Judas, der kommt mit der Schar oder der Menge an. Also es ist eine dreifache Repräsentation von was passiert am Ende der Welt. And we go to the book of Mark. Also in Markus. Chapter 14, verses 42 and 43. Also Kapitel 14, die Verse 42 und 43. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm ein Schar mit Schwerten und mit Stangen von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. So, there you see the threefold union. You got Judas representing the papacy. Da konnt ihr der dreifache Union sehen, also Verbindung. Da hast du Judas, der den Papsttum repräsentiert. You got the multitude with the swords and staves. That's the dragon. Ihr habt die Menge mit ihren Schwertern und Stangen. Das stellt den der Drache dar. And the priests and scribes is the false prophet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten, das sind die falschen Propheten. Because all the prophets are telling the same story. Denn alle die Propheten reden von derselben Geschichte. And then back to Luke chapter 22. Und in Lukas Kapitel 22. In verse 53. Vers 53. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist euer Stunde und die Macht des Finsternis. This is your hour and your power of darkness. Das hier ist euer Stunde und die Macht des Finsternis. So when the dragon, the beast and the false prophet come against God's people, this is the one hour of Bible prophecy. Also wenn der Drache, der Tier und der falsche Prophet gegen Gottes Volk kommt, das ist die Stunde, von dem hier die Rede ist. Okay. Let's now finish. Go to Revelation chapter 18. Also zum Schluss gehen wir zum Offenbarung 18. Verses 4 to 10. Die Verse 4 bis 10. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heimgemäß ihnen, ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie werden mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtete. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen, aus Furcht vor ihr Qual, und sagen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. So we see that the same day and hour as the punishment comes upon God's people, it also comes back upon Babylon. Also wir können sehen, in derselben Tag und Stunde, wie das Gericht auf Gottes Volk herniederkommt, dass es zurückschießt auf den Papst. So let's finish now in Matthew 24. Also lasst uns zu Ende kommen in Matthäus 24. Verses 45 to 50.
die Verse 45 bis 50. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Selig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt säumt zu kommen oder zögert und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Right there, brothers and sisters, you see from the language, it's speaking about the wise and the drunken. Gerade da, liebe Geschwister, von den Gebrauch, die Worte, konntet ihr sehen, es redet über die Weise und den Betrunkenen. That's referencing the parable of the 10 virgins. Das ist in direkten Bezug auf den Gleichnis der 10 Jungfrauen. And unless you're a wise virgin, you're not going to understand the day and the hour. Und es sei denn, dass du eine kluge Jungfrau bist, werdest du die Stunde und der Tag nicht verstehen. And you're not going to be ready for when that day comes upon you like a thief in the night. Und ihr werdet nicht darauf vorbereitet, als der Tag auf uns bricht wie ein Dieb in der Nacht. Amen. Amen. Shall we pray? Sollen wir beten? Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, please help us to be diligent students of Bible prophecy. Bitte hilft uns, eifrige Studenten des Prophezie zu sein. Please help us, Lord, to study these things out for ourselves. Hilf uns, Herr, dass wir die Zeit nehmen, diese Dinge für uns selbst zu studieren. Please help us to have the experience of Jacob. Bitte gebt uns dieselben Erfahrungen des Jakobs. To grab hold of you, Lord, and not let go until you bless us. Damit wir dich festhalten können, nicht loslassen, bis du uns segnest. To plead, Lord, that you remove the scales from our eyes. Damit wir bitten und betteln, dass du die Schuppen von unseren Augen wegnimmst. That you take away our own foolish understanding of things. Dass du unserem törichten Verständnis wegnimmst. And help the Holy Spirit to guide us in our understanding of Bible prophecy. Und dass der Heilige Geist uns leiten wird in unserem Verständnis von biblischen Prophetie. To allow the Bible to teach us line upon line. Dass der Bibel uns lehrt, Linie über Linie. Help us to understand William Miller's rules. Hilft uns, dass wir verstehen die Regeln, die du uns gegeben hast von William Miller. That we have all the tools at our fingertips, Lord. Damit wir die Werkzeuge haben, die wir brauchen. That we might be those wise virgins spoken of in the parable. Dass wir diese weise Jungfrauen sein können, die von der Rede ist in der Gleichnis. Please have mercy on us, Lord. Hab Erbarmen auf uns, Herr. And help us. Hilft uns. We thank you and we ask this in the name of Jesus. Wir danken dir und diese allen fragen wir in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.